Willkommen zum Teil 11 dieser Videoreihe, in der wir uns diesmal mit den Bilanzwertveränderungen beschäftigen wollen. In diesem Video wird es um den sogenannten Aktivtausch gehen. Und wie immer gilt natürlich, dass ihr dieses Video erst anschauen solltet, wenn ihr euch die vorherigen Videos dieser Videoreihe bereits angeguckt habt. Dann werdet ihr nämlich viel leichter verstehen, was ich euch jetzt erkläre. Bevor es richtig losgeht, möchte ich euch zunächst einmal erklären, warum ihr sowas wie Bilanzwertveränderungen überhaupt lernen solltet. Ich habe euch ja bereits erklärt, dass in der Finanzbuchhaltung sehr, sehr viele unterschiedliche Geschäftsvorfälle erfasst werden müssen. Da ihr die Bilanzposition bereits kennt und ihr auch schon über die Bilanzgleichung Bescheid wisst, ergibt sich nun etwas ganz Besonderes. Wenn ihr nämlich die Bilanzwertveränderung verstanden habt, werdet ihr sehen, dass all die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle grundsätzlich nur zu 4 verschiedenen Bilanzwertveränderungen führen können. Und jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, was das für eine enorme Erleichterung ist. Egal welchen Geschäftsvorfall ihr später bearbeiten müsst, er kann grundsätzlich nur zu einem der 4 verschiedenen Bilanzwertveränderungen führen. Ihr seht also, dass etwas Kompliziertes dadurch ganz einfach wird. Ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem Aktivtausch an. Beim Aktivtausch ist es so, dass ein Geschäftsvorfall grundsätzlich nur zu Veränderungen bei den Beständen auf der Aktivseite der Bilanz führt. Diese Bestandsposition kennt ihr ja bereits. Und nun ergibt sich etwas sehr Interessantes. Da ja die beiden Bilanzseiten wertmäßig immer übereinstimmen müssen, ihr wisst ja, es gilt die Bilanzgleichung, und die nachfolgenden beispielhaften Geschäftsvorfälle ja nur zu Veränderungen bei Beständen auf der Aktivseite führen können, ist es irgendwie ja nur logisch, dass sich ein Wertbestand auf der Aktivseite erhöht und ein anderer um den gleichen Wert verringert. Denn nur dann bleibt ja die Bilanz wertmäßig im Gleichgewicht. Das nächste Interessante ist nun, dass dies nur Geschäftsvorfälle sein können, die entweder einen Kauf belegen oder eine Veränderung bei den Zahlungsmittelbeständen. Und das müsst ihr euch jetzt merken. Wenn das Unternehmen etwas kauft, dann kann dies ja nur zu einer Erhöhung des Anlagevermögens oder der Vorräte im Umlaufvermögen führen. Und da wir ja bei diesen Käufen eine Barzahlung unterstellen, bedeutet dies ja, dass bei dem Kauf direkt Bargeld bzw. Buchgeld bezahlt wird. Dies führt dann also gleichzeitig zu einer Verringerung um den gleichen Wert des Geschäftsfalles bei den Zahlungsmittelbeständen. Zu den Positionen der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gehören ja die Forderungen gegenüber Kunden sowie die Zahlungsmittel, also der Bestand bei der Bank und bei der Kasse. Und auch hier können Geschäftsfälle zu Veränderungen führen. Auch dabei kommt es dann zu einem Werttausch zwischen den Forderungen bzw. zwischen den Zahlungsmittelbeständen. Schauen wir uns jetzt hierzu einfach mal ein paar beispielhafte Geschäftsvorfälle an. Nehmen wir mal an, unser beispielhaftes Unternehmen kauft eine Maschine für 10.000 Euro. Gehen wir nun zur Vereinfachung mal davon aus, dass beim Kauf der Maschine der Kaufpreis mit Bargeld bezahlt wurde. Der Geschäftsfall führt also dazu, dass die technischen Anlagen und Maschinen um 10.000 Euro zunehmen und der Bestand in der Kasse, also beim Bargeld, um 10.000 Euro abnimmt. Wir haben also einen Werttausch auf der Aktivseite vorliegen. In unserem zweiten Beispiel soll unser Unternehmen Ware für 10.000 Euro kaufen. Nehmen wir dazu gleichzeitig mal an, dass beim Kauf direkt mit der Girocard bezahlt wurde. Der Verkäufer kann also die 10.000 Euro vom Bankkonto abbuchen. Der Geschäftsvorfall führt dann dazu, dass der Bestand bei den Vorräten um 10.000 Euro zunimmt und in der Bestandsposition Bank um 10.000 Euro abnimmt. Auch in diesem Beispiel seht ihr also, dass der Geschäftsvorfall zu einem Aktivtausch führt. In unserem dritten Geschäftsvorfall nehmen wir einfach mal an, dass unser Unternehmen Bargeld benötigt. Hierzu werden 1.000 Euro vom Bankkonto des Unternehmens abgebucht. Dieser Geschäftsvorfall führt also dazu, dass der Bestand auf dem Bankkonto um 1.000 Euro abnimmt und gleichzeitig der Bestand in der Kasse, also beim Bargeld, um 1.000 Euro zunimmt. Und wieder haben wir einen typischen Aktivtausch. Bei unserem vierten Geschäftsvorfall nehmen wir nun an, dass ein Kunde eine offene Rechnung über 10.000 Euro durch Banküberweisung begleicht. Dies führt dann also dazu, dass die Bestandsposition Forderung um 10.000 Euro abnimmt und gleichzeitig der Bestand auf dem Bankkonto um 10.000 Euro zunimmt. Ihr seht also, dass ein Aktivtausch immer zu einem Wertwechsel bei den Beständen auf der Aktivseite in der Bilanz führt. Gleichzeitig könnt ihr erkennen, dass dies nur Geschäftsvorfälle sein können, bei dem Vermögensgegenstände gekauft werden und sich gleichzeitig die Liquidität verringert oder dass Geschäftsvorfälle ausschließlich die Liquidität des Unternehmens direkt beeinflussen. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Verkauf von Vermögensgegenständen niemals zu einem Aktivtausch führt. Und dies auch dann nicht, wenn der Käufer direkt bezahlt. Also zum Beispiel der Geschäftsvorfall Verkauf eines gebrauchten Computers und der Kunde zahlt diesen bar, führt nicht zu einem Aktivtausch. Man könnte zwar denken, dass sich der Bestand bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringert und gleichzeitig der Bestand in der Kasse erhöht. Aus dem Teil 10 dieser Videoreihe wisst ihr aber, dass Verkäufe immer zu einer Leistungsabgabe beim Unternehmen führen. Und diese verändern dann ja immer das Eigenkapital. Achtet bei den Übungsaufgaben, die euch vorliegen, also immer darauf, ob diese auch wirklich betriebswirtschaftlich stimmen können.
Im Teil 10 habe ich ja versucht, dass ihr ein wenig ein Gefühl dafür bekommt. Und dann erkennt ihr ja, dass der Verkauf von Vermögensgegenständen niemals zu einem Aktivtausch führen kann. Zu guter Letzt müsst ihr noch beachten, dass immer dann, wenn ein Aktivtausch vorliegt, die Bilanzsumme sich nicht verändert. Dies liegt ja logischerweise daran, dass es zu einem Werttausch bei den Beständen auf der Aktivseite kommt und der Geschäftsvorfall die Wertbestände auf der Passivseite nicht verändert. Und da ja der Wert auf der Aktivseite einer Bilanz immer mit dem Wert der Passivseite übereinstimmen muss, kann sich also letztendlich beim Aktivtausch die Bilanzsumme wertmäßig nicht verändern. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch einen anschaulichen Eindruck über den Aktivtausch vermitteln können. Wie immer könnt ihr Übungsmaterial bei mir anfordern. Und im nächsten Teil dieser Videoreihe zeige ich euch dann, was man unter einer Aktiv-Passiv-Mehrung versteht. Ich freue mich, wenn wir uns also im nächsten Teil dieser Videoreihe wiedersehen. Macht's gut, bis dann, tschüss! Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.